leichtfüßig übers Eis watscheln. Was bei den Enten noch ganz witzig aussieht, kann bei uns Menschen schnell zur Lebensgefahr werden. Zum Beispiel ist der Giroweiher fast zugefroren. Das lädt offenbar einige dazu ein, die Eisfläche zu betreten. Am Wochenende schlenderten hier mehrere Kinder auf dem Eis. Das Ordnungsamt wurde alarmiert und kam gerade noch rechtzeitig. Denn das Risiko einzubrechen ist nicht zu unterschätzen. Also Marx warnt ganz eindeutig davor, die Eisflächen zu betreten. Das ist verboten in Mönchengladbach. Die Gefahr ist einfach viel zu groß. Das Risiko, da einzubrechen, nicht richtig einzuschätzen, wie tragfähig ist das Eis eigentlich, ist es tatsächlich tief gefroren, ist die Dicke ausreichend, das Risiko ist viel zu hoch und aus diesem Grund ist das Betreten der Eisflächen verboten. Die Feuerwehr Mönchengladbach führt regelmäßig Rettungsübungen durch. Wie hier im Stadtwald wird der Ernstfall geprobt. Ohne Thermoanzüge sind die Minusgrade selbst für die erfahrenen Einsatzkräfte lebensgefährlich. Also das Wasser liegt natürlich um den Gefrierpunkt. Also es hat höchstens 1 Grad Celsius. Und die Gefahr besteht darin, dass wenn man ins Eis einbricht, dass die Körpertemperatur dann sehr schnell abfällt. Bei 1 Grad Wassertemperatur liegt die Überlebenszeit eines Menschen mit Bekleidung im Wasser bei höchstens 30 Minuten. Im Ernstfall gilt es daher, schnell zu reagieren. Vor allem Kinder können die Gefahr gefrorener Eisflächen oft nicht richtig einschätzen. Außerdem kann Tauwetter die Tragfähigkeit des Eises schnell beeinflussen. Wenn Sie zum Beispiel ein Abschleppseil aus einem regulären PKW oder einen langen Ast zum in das Eis eingebrochenen hinwerfen oder ihm hinhalten, damit er sich rausziehen kann. Wenn die Eisfläche betreten werden muss oder es fehlt noch ein kleines Stückchen, dann darf man die Eisfläche nie stehend betreten, sondern immer liegend und mit einer Sicherung. Das heißt also, dass Sie eine Menschenkette zum Beispiel bilden oder sich einen Gürtel um die Füße binden, wenn gerade jetzt noch 15 cm fehlen, aber nie stehend auf das Eis gehen. Ein Rettungseinsatz ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit, durch die Gefahr der schnellen Unterkühlung im Eiswasser. Schlittschuhfreunde sollten sich also nicht unnötig in Gefahr bringen. Wenn jemand Eislaufen möchte, dann empfehlen wir Eislaufbahnen, die es ja hier in der Umgebung gibt. Da macht es dann mehr Spaß und ist auch sicher. Und auch wenn das Wetter in den nächsten Tagen ein bisschen wärmer wird, die Eisflächen bleiben uns noch etwas erhalten. Daher nicht die Ente zum Vorbild nehmen, auch bei ihr kann die Eispartie mal schiefgehen.